Hallo meine Lieben, ich grüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal Melanie Bauer zum Video für die Energien für den Neumond im Zeichen Schütze am 26.11.2019. Ja, und für mich ist das sozusagen der Aufatmungs-Neumond nach einem doch recht kernigen November. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Also wenn die Energien von Skorpion nach Schütze wechseln, empfinde ich das immer als eine energetische Entspannung im Kosmos sozusagen. Ja? Und das zeichnet sich dann auch häufig in den Dingen ab, die das Leben so mit sich bringt. Ja, ich meine, gut, jetzt könnte man auch sagen, die Vorweihnachtszeit beginnt. Und das ist ja so, es ist ja im Grunde genommen, also Schütze liegt ja so zwischen Skorpion und Steinbock. Und Skorpion und Steinbock sind ja so die Tierkreiszeichen, die so beide für sich die meiste Dunkelheit in ihrer Grundenergie mit repräsentieren. Und dazwischen ist so dieses Fackelzeichen. Ja? Und das ist auch mit der Grund, warum wir zum Beispiel die 4 Wochen im Dezember so eine riesige Party veranstalten, so ein Lichterfest. Also mir kommt das jedes Jahr so vor, als ob man wirklich auf ganz überdrehte und ausladende Art und Weise versucht, den Winter mit Licht und mit Feuer zu fluten, aber richtig Power. Und jeder Nachbar übertrifft sich gegenüber dem anderen mit seinen Lichterketten, ne? So ungefähr. Das wird so richtig schön überdreht. Gefeiert bis Weihnachten, Silvester. Ja, und dann kommt die kalte Steinbockzeit. Und was das bedeutet, wissen viele spätestens am 2. Januar. Ja, aber jetzt haben wir ja diesen schönen Schütze-Neumond, den wir uns gleich anschauen werden im Horoskop. Ich sage ja immer gerne der Fackel-Neumond. Dazu erzähle ich gleich was, wenn ich das Horoskop aufhabe. Wer mich schon kennt, der weiß um die Symbolik der Fackeln. Ja, meine Lieben, dann würde ich sagen, wechseln wir doch mal direkt rüber zum Horoskop. So, und da sind wir auch schon bei der Grafik für das Horoskop des Neumondes am 26.11.2019 um 16.05 Uhr. Ja, und das ist im Vergleich zu den letzten beiden Monden wirklich ein Horoskop des Aufatmens, energetisch betrachtet, könnte man sagen. Also ich gehe jetzt auch vor allen Dingen nach der Verteilung von Mitteleuropa, wo wir ja den Zwillinge-Aszendenten haben. Und das heißt, wir befinden uns hier genau auf dieser Fackelachse von Schütze-Zwillinge. Und das bedeutet, dass jetzt diese tiefen Wasserseelenkräfte sich so ein bisschen auslaufen und wir in eine schöne, feurig-luftige Zeit wechseln. Ja, auch von der Grundenergie des Horoskops, von allen Achsen, die man betrachtet, auch die MCIC-Achse befindet sich in Löwe-Wassermann, was wieder Feuer und Luft bedeutet. Und das ist ein ganz angenehmer, man könnte fast sagen Plot-Twist, Energy-Turn, ja, von wirklich kernig, herausfordernd in angenehm, leicht und lebensfroh, könnte man auch dazu sagen. Ja, und hier haben wir diesen Neumond im Zeichen Schütze, im Fackelzeichen. Und um mal zu erklären, was das mit der Fackel auf sich hat, also viele sehen ja hier diesen Pfeil. Für mich symbolisiert dieses Zeichen die Fackel. Und zwar ist die Schütze-Qualität als Urqualität für sich die Fackel,
die den Weg der Erkenntnis ausleuchtet. Den Weg der Erkenntnis geht jeder für sich, jeder hat seinen eigenen, jeder hat so seine Richtung, wo es hingeht, seine überraschenden Pfade. Ja, und aber diesen Weg der Erkenntnis wirklich zu finden, das ist manchmal gar nicht so einfach. Und die Schütze-Qualität stellt sich dann an die Seite leuchtenderweise, leuchtet diesen Weg aus und sagt, hier geht's lang. Es könnte auch ein Richtungspfeil sein. So als ob die Schütze-Qualität dir sagen möchte, schau mal in diese Richtung, vielleicht findest du dort etwas für dich. Ganz, ja, wie sagt man da immer dazu, unverbindlich, ja. So, du darfst selbst herausfinden, ob du dann dort etwas für dich findest oder nicht. Also, das ausgereifte, weise und, ich sag mal, leuchtende Schütze-Prinzip ist komplett unmissionarisch. Ja, wenn es verletzt ist, dann kann das ins Gegenteil kippen. Dann haben wir die Missionare, die Ungläubige im Feuer verbrennen. Ja, das kann zu einer Moral führen, die wirklich richtig hässlich werden kann. Ich rede allerdings hier von dem Gesunden, von dem Ausgeglichenen, der Energie in ihrer Vollentfaltung, ja, und da ist Schütze dieses Wegzeichen, dieses Schild nach hier geht's lang. Wenn du Lust hast, etwas zu finden, schau mal dort, da könnte was sein, ja, und das macht es so angenehm. Diese Energie. Man hat quasi die freie Wahl zu sagen, okay, ich möchte Erkenntnis erlangen, ich schaue mal und bin mal aufgeschlossen und neugierig, oder ich sage, nee, passt gerade nicht, ich mache jetzt was ganz anderes, egal ob mir das jetzt gut tut oder nicht, das ist jetzt mal völlig wertfrei. Ja, das ist dieses Angenehme an dieser Energie, sie fordert dich nicht, sie macht dir ein Angebot. Und die Zwillinge-Qualität, die dem Ganzen gegenübersteht, ist ähnlich und sogar noch ein bisschen lockerer. Zwillinge ist so ziemlich das unverbindlichste Zeichen im ganzen Tierkreis. Das macht heute das und morgen das. Zwillinge machen keine Verträge, weil die binden sich nicht gern. Die brauchen diese Freiheit, diese luftige Freiheit. Ja, sie verbinden zwar gern andere Dinge, und connecten sich auch gerne selbst, allerdings verpflichten sich nicht gern. Ja, sie sind gern in der Ungebundenheit verbunden. Und das bringt diese Leichtigkeit, diese Luftikus-Leichtigkeit hier rein. Ja, dass Zwilling so flexibel sagen kann, heute stimmt das und oh, morgen funktioniert das nicht mehr, dann, oh, dann mache ich das anders, dann mache ich das eben so und so, ja. Die können sich ganz schnell immer wieder neu erfinden. Und auf dieser Achse findet für uns in Mitteleuropa diese Neumondqualität statt. Das Spannende ist, dass dieser Neumond in das siebte Haus fällt. Und das siebte Haus ist das Haus der Partnerschaft. Das heißt, auch für alle, die sich in einem Seelenpaarprozess befinden, kann dieser Neumond sehr entspannende, aufatmende Leichtigkeit in die Situation hineinbringen. Also Neumonde sind ja immer Neuanfänge. Und je nachdem, an welchem Punkt du in deinem Prozess gerade stehst, kannst du jetzt zum Beispiel sowas wie ein Reset machen. Mit Skorpion ist alles mögliche Alte gestorben, ja, stirb und werde, aber wirklich richtig hartes stirb und werde. Also das, da wird auf hässliche Weise transformiert, sage ich immer, ja, aber so, dass es sich wirklich lohnt. Und deswegen ist jetzt gerade an diesem Punkt, wenn dann die Sonne in das Schützezeichen wandert, alles so schön klar und sauber, weil es gibt keiner, der so durchputzt wie Skorpion, ja. Hier sehen wir diesen Stachel, also das könnte auch dieser Draht sein, der das Rohr wieder frei macht, ja,
Und dann fließt wieder alles, ja. Und dann sind wir an dem Punkt, wo wir mit diesem Neumond dann auf jetzt mit angenehm gesäuberten Energien resetten können und gewisse Dinge anders neu starten können, dass sie fruchtbarer sind, ja. Im Grunde genommen ist zwar Schütze so eine Art Urlaubszeit, ja, zwischen Skorpion und Steinbock, kann aber auch für eben solche Reset-Neuanfänge toll genutzt werden. Es geht nur dann, wenn Steinbock kommt, darum, diesen Neuanfängen treu zu bleiben, dieser Richtung treu zu bleiben. Denn Steinbock wird dann die Disziplin abbilden, durchzuhalten und dran zu bleiben und im Kreuzfeuer auch stehen zu bleiben. Ja, ich bleibe stehen hier. Ja, aber das ist dann erst in 4 Wochen dran. Jetzt sind wir hier in dieser schönen, feurig, luftigen Schütze-Zwillinge-Energie und es kann dir jetzt auch passieren, dass du Einsichten erlangst, ja. Also ich habe ja gerade von dem Weg der Erkenntnis gesprochen und auf diesem kriegst du so diese Klick-Momente im Geist von allein. Das sind immer Dinge, die von allein passieren. Also wenn du eine Einsicht hast, eine Erkenntnis, wenn du auf einmal etwas auf neue Weise verstehst oder umfangreicher oder etwas bekommt mehr Facetten oder wird sichtbarer, wird klarer, wird verständlicher für dich. Du kannst etwas nachvollziehen, was vorher vielleicht noch so ein bisschen wässrig in den Nebeln herumdümpelte. Ja, das kann dir jetzt passieren und das sind alles Dinge, die man sich nicht anlesen kann, sondern die passieren im Geist. Es geschieht dir oder wie man auch sagen könnte, es fällt dir ein, es fällt in dein Geist hinein und ist auf einmal einfach da und du weißt gar nicht, wo das jetzt hergekommen ist, ja, so eine neue Sicht der Dinge, die dir hilft zu verstehen. Ja, und was natürlich an diesen Energien auch schön ist, was mir heute gerade wieder besonders aufgefallen ist, das haben wir schon eine gewisse Weile. Das ist eben, wie viele Qualitäten, wie viele Energien sich momentan in Anführungsstrichen zu Hause befinden. Ja, also wir haben den Neptun zu Hause im Fischezeichen, den Saturn zu Hause im Steinbockzeichen und wir haben Jupiter jetzt noch, ja, so ungefähr 1,5 Wochen noch im Schützezeichen. Ja, und diese Qualität, wenn so viele Planeten zu Hause in ihren Zeichen sind, dann ist das auch immer so ein Ausdruck von, die Dinge fügen sich dahin, wo ihr eigentlicher Platz ist, ja. Ja, aber Jupiter wechselt jetzt dann in das Steinbockzeichen und das bedeutet, dass die Qualität des sogenannten Schicksalsjahrs wechselt. Also es gibt ganz viele, die glauben, Jupiter wäre so das große Glück, der kommt mal eben so vorbei und lässt eine Kiste Gold da und geht dann wieder. Das ist nicht seine Qualität, der muss ein bisschen tiefer betrachtet werden. Bei Jupiter ist es so, dass er dir Möglichkeiten einräumt, die du ergreifen darfst. Jupiter hat ja Schützequalität und das ist so ähnlich wie die Fackel am Weg der Erkenntnis. Du bekommst eine Möglichkeit und du kannst sie nutzen oder du kannst sie verstreichen lassen. Und im Endeffekt, ja, die Konsequenz daraus ist dann eben die, die sie ist. Ja, ohne Wertung. Es geschieht, was geschieht. Es gibt eigentlich, gerade im Schützezeichen, können wir lernen, wertfrei zu sein. Können wir lernen zu begreifen, dass geschieht, was geschieht und dass es gar keinen Grund dafür braucht. Ja, also kein, das muss jetzt so geschehen, weil die natürlichen Abläufe vom Kosmos haben kein Weil. Die geschehen, weil sie geschehen und das ist schon alles. Und das können wir gerade jetzt in der Schützezeit mitnehmen, weil Schütze eben das Zeichen der Sinnhaftigkeit ist. Wo ist hier der Sinn?
Und viele Dinge geschehen einfach, ohne dass ihnen ein entsprechender Sinn vorausgegangen wäre, ja? Das ist jetzt einfach genau so, ohne dass da vorher irgendeine Instanz sich dachte, oh, ich schieb jetzt mal die Schachfigur dahin, das könnte lustig werden. Wir Menschen neigen dazu, das zu glauben, dass irgendwo ein großer, lieber Gott mit uns Schach spielt und sich denkt, oh, die Figur stelle ich mal dahin und dann, oh, das wird lustig, das mache ich mal da, oh ja, das, hahaha, so, ne? Und so ist es im Endeffekt, ja, da kommt dann die Überzeugung her, dass uns jemand übel mitspielt, wenn Schicksal kommt, wenn uns etwas geschickt wird, ja, was vielleicht unangenehm ist. Und wenn wir diese Wertung, die dieser Gott angeblich trifft, rausnehmen und sagen, es geschieht jetzt, weil es geschehen ist, ja, dann ist der Umgang ein ganz anderer damit, ja. Und das ist diese schöne, klare Energie, die uns ein Stück weit von dieser Bürde befreit, dass irgendwo Schuld oder böses Blut oder Gemeinheit oder Ungerechtigkeit oder was auch immer uns jetzt widerfahren soll, ja, so nach dem Motto, ich soll jetzt Unglück haben, das wollte jemand so, weil irgendjemand will, dass ich das und das lerne. Es will keiner, dass du irgendwas lernst. Du bekommst ein Angebot gemacht, dass du das tun kannst, so du möchtest. Aber wenn du das nicht machst, ist es auch gut, ja. Und dann geht's auch weiter. Die Dinge geschehen, sie bauen sich aufeinander auf, weil dies geschieht und dies geschieht und dies geschieht und dies geschieht. Und es geschieht dann auch immer ganz schnell, dass wir uns in Ursachenforschung verstricken. Jede Ursache hat ja wieder irgendwo eine Ursache und noch eine Ursache und noch eine Ursache. Und es geht immer weiter zurück und weiter zurück und weiter zurück. Und die eigentliche Ursache für das, was heute hier geschieht, ist schon so wahnsinnig weit zurück. Das kann unser Verstand gar nicht aufnehmen. Und wir verheddern uns da drin und kommen keinen Schritt weiter. Deswegen von der Ursachenforschung ein Stück weit sich zu befreien und diese luftige, zwillinghafte, ja, Leichtigkeit an den Tag zu legen, diese Beweglichkeit, Flexibilität, zu sagen, okay, das sind jetzt die Gegebenheiten, weil das so zusammengefallen ist, das Bild zueinander gefallen, dann baue ich mir da irgendwas draus jetzt. Und jeden Tag aufs Neue, wie Zwillinge immer so schön sagt, was schert mich mein Geschwätz von gestern? Ja. Das Heute zählt und heute kann das Status quo schon ein ganz anderer sein als gestern. Wir entwickeln uns ja jede Sekunde immer weiter, ja. Deswegen ist es auch so schwierig, zum Beispiel Versprechen zu machen für ewig weit. Wir wissen gar nicht, wer wir morgen sind. Deswegen sollten wir mit solchen Dingen vorsichtig sein. Wir können uns Prinzipien setzen, die uns eine Unterlage, eine Basis geben auf unserem Weg, ja, dass wir einen Weg zum Laufen haben. Das ist auch sehr, sehr wertvoll und hat sich für mich als unfassbar hilfreich erwiesen, ja, gewissen Grundprinzipien meiner selbst treu zu sein und mich danach auszurichten, mich allerdings festzubeißen auf gewisse Dinge kann ganz, ganz schnell Zwang hervorrufen, weil vielleicht stimmt das morgen für mich gar nicht mehr, diese feste Struktur, die ich mir da gesetzt habe. Und dann darf ich überlegen, wo darf ich wieder etwas beweglicher sein in meinem So sein. Wenn ich da zu festgefahren werde, mich zu sehr festbeiße, dann kommt dieses moralische vom verletzten Schütze-Prinzip da rein und dann werde ich fanatisch. Und der Fanatismus ist das verletzte Schütze-Prinzip. Da werden dann Amokläufe gemacht, da werden dann Selbstmordattentäter geschickt und all solche Sachen. Da werden dann Millionen von Frauen in ganz Europa im Feuer verbrannt, ja, wenn
der Fanatismus uns heimsucht, sozusagen. Und das geschieht immer dann, wenn eine Unbeweglichkeit ein eigentlich sehr bewegliches Prinzip beginnt einzusperren. Denn Schütze ist das Prinzip, das am meisten Platz braucht. Das Ausladendste, das, was sich am allerweitesten ausdehnt. Ja? Und wenn man beginnt, da Dinge einsperren und festfahren zu wollen, Ideale oder Ideologien oder, dann nimmt das ganz, ganz hässliche Ausmaße an, weil dann etwas, das ganz wahnsinnig viel Platz braucht, auf engstem Raum eingequetscht und eingepfercht wird. Und das ist zum Beispiel auch etwas, ich sag mal, eine Krankheit, die alle Religionen miteinander sich teilen. Ja? Das haben alle Religionen gemeinsam. Alle Religionen sind festgefahrene Gefängnisse eines unerlösten Schützeprinzips und fallen deswegen allzu leicht in die Dunkelheit, ja, weil die zu Ideologie werden und von Ideologie bis Idiotie ist ein ganz schmaler Grat, ja. Ja, ihr Lieben, und jetzt habe ich mich wieder so verratscht. Aber manchmal gibt es einfach so viel zu diesem Augenblick zu sagen, was jetzt wirklich gerade Punkt ist, dehne dich aus, mach dich frei von zu engen Strukturen, resette dich, erkenne vielleicht die Morgendämmerung des Augenblicks, ja, dass du aus der tiefsten Nacht des Jahres bereits schon wieder aufsteigst. Auch wenn die Durchhaltezeit Steinbock noch kommt, die kalt ist, die auch düster ist, die auch die eine oder andere Entbehrung vielleicht mit sich bringt. Steinbock hat allerdings die Qualität, dass auch sehr viel Stabilität mit sich bringt. Ja? Steinbock stabilisiert deine Basis, die du dir jetzt neu ausrichten darfst. Ja? Für jedes deiner Lebensthemen, für deinen Seelenpaarprozess oder vielleicht für deine Karriere, für deinen Beruf, für die Erfüllung deines Lebenstraums, was auch immer du gerade vor Augen hast, ja? Was auch immer gerade bei dir dran ist, es gilt genau dafür, für das, was eben bei dir dran ist, für den Weg der Erkenntnis, der eben deiner ist. Ja, meine Lieben, und nach diesen wunderschönen, luftig-feurigen Energien kann ich nur sagen, genießt diese wunderschöne Zeit, die wir jetzt genießen dürfen, diese schöne, fackelhafte Vorweihnachtszeit, die einen ganz besonderen Zauber in sich trägt, ja. Ja, und noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Ich werde auch in diesem Jahr meine astrologische Jahreslegung wieder anbieten für das Jahr 2020. Da war die Anfrage im letzten Jahr sehr groß und jetzt sind auch ein paar, wie sagt man denn dazu, Reviews? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben mich ein paar Nachrichten erreicht, dass es doch sehr stimmig war und auch ein schöner Guide, der durch das Jahr geführt hat und so weiter und so fort. Ja, und wenn ihr das wieder möchtet, könnt ihr das per E-Mail bei mir bestellen. Die Legungen werden alle um die Weihnachtszeit stattfinden und ich werde auch wieder eine allgemeine Legung für das nächste Jahr dann hochladen. Alles so bei Mitte, Ende Dezember, nächster Vollmond, da wird das alles stattfinden, ja. Ja, und auch wenn ihr meine anderen Angebote wahrnehmen oder mal schauen möchtet, was es bei mir so gibt, Seelenpaarprozessbegleitung, Theta-Healing oder ein Horoskop als Video, ja, dann könnt ihr in der Infobox schauen. Da sind meine Links alle drin. Und ihr könnt auch gerne in meine Facebook-Gruppe kommen, wenn ihr möchtet. Kreis der Seelenpaare, seid ihr jederzeit herzlich willkommen. Ansonsten genießt jetzt diese wunderschöne Zeit und alles Liebe, alles Gute.